Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spin Tires. Mein Name ist Uwe, das hier ist Folge 41 und in der letzten Aufnahme hat endlich alles hier passt, du. So, jetzt will ich mal eben ganz kurz nachgucken, was für ein Zustand der hier sich befindet. Okay, Schaden hat ein bisschen, hat auch noch keinen Aufbau. Ja, ich würde dann sagen, dann fahren wir einfach mal mit dem... Huch, ach so. Dann fahren wir einfach mal mit dem hier weiter. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, dass ich irgendwie zu diesem Verdeckungspunkt komme. Das können wir wegmachen. Dann werde ich, denke ich mal, direkt zur Stammausgabe fahren. Werde schon mal eine Ladung Holz holen. Ey, wir haben hier nur ein einziges Ziel, ne? Ja, holen mal eine Ladung Holz und fahren dann zu dem anderen Ziel mit der Verdeckung. Und dann werden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, gut, komm, dann machen wir mal los hier. Es wird auch schon langsam wieder dunkel. Aber ich möchte diese Map eher ungerne. Ich möchte diese Map ehrlich ungerne bei Nacht sehen. Ich möchte sie, wenn dann, am Tage sehen. Da kommen hier so 7 Uhr. 141 Liter sind es bei diesem Fahrzeug dann. So, direkt nochmal instant getankt. Supi. Und ja, dann fahren wir mal los, gucken, dass wir den Verdeckungspunkt irgendwie finden. Heilige Mutter Maria, was ist denn das hier bitte für ein Anstieg? Okay, ich war mir ja sicher, dass hier irgendetwas kommen wird, was halt echt übertrieben sein wird. Ach du Scheiße, ich hoffe, dass ich hier dann überhaupt nochmal stehen bleiben kann kurz. Warte mal, Gips. Okay. Notfalls kann ich nochmal so rumfahren. Ich probiere es jetzt mal. Ich glaube aber nicht, dass ich hier so easy hochkomme. Das kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Weil, wenn ich jetzt nämlich... Aber da ist der Verdeckungspunkt, ne? Wenn ich jetzt nämlich praktisch den Punkt wechseln muss... Ich muss ja erstmal hier an dem Baum auch vorbeikommen. Wenn ich jetzt die Handbremse dran mache, ah genau, dann passiert nämlich genau das. Und sobald ich den Punkt lösen werde, werden wir ins Tal stürzen. Und zwar holla die Waldfee. Das heißt, ich muss jetzt erstmal einen Punkt suchen, wo ich eventuell... Ach scheiße. Kann ich... Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Okay, das... Fuck, das funktioniert sogar. Wir haben noch nicht mal wirklich Schaden genommen. Scheiße, jetzt sind natürlich die Bäume im Weg. Ah, zwischen die zwei Bäume passe ich ja gar nicht. Kann ich noch ein Stück rückwärts fahren? Kann ich nicht. eventuell an... Ne, machen wir es lieber an dem Baum. So. Heilige Scheiße, das ist mal ein Aufstieg hier. Ich hätte vielleicht doch versuchen sollen, mehr auf diese Seite zu kommen, weil es erstens dort nicht so steil ist und zweitens habe ich da höchstwahrscheinlich doch bessere Chancen. Wobei, wir stehen ganz gut da eigentlich. Kletterer. So. Jetzt bereue ich es tatsächlich, dass ich nicht auf diese Seite gekommen bin. Ach du Scheiße, bleib mal stehen. Heilige Bimbam, ey. Wow. Einfach nur wow jetzt gerade im Moment.
Kann ich den Baum umfahren? Das wäre natürlich sehr geil, wenn das klappen würde. Aber das klappt wohl eher nicht. Na gut, okay. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwie zwischen die Bäume hier durchkomme. Das Problem ist, dass die Sicht hier halt echt beschissen ist, durch die Kamera auch. Das habe ich echt befürchtet hier, ey. So richtig zwischen die Bäume gucken, ey. Und das ist so eine Sache, die mich ein bisschen nervt. Nein, ich müsste da zwischen die Bäume durch. Aber ich möchte eigentlich erstmal ein bisschen die Richtung so ein klein wenig wechseln. Dass wir mit dem Arsch nämlich nicht in Richtung Klippe zeigen, sondern mehr in diese Richtung hier. So, komm, den Scheiß kannst du jetzt mal lösen eben. Da ist ja auch noch ein Baum. Ah ja, okay, alles klar. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. So, dann ziehen wir uns mal eben so. Kamera, spiel mal ein bisschen mit hier. So, wo wollte ich jetzt? Genau, hier wollte ich dazwischen. Wenn ich denn da dazwischen passe, ey. Verdammt nochmal. Na komm, na komm. Also dieser Baum könnte auch ruhig kaputt gehen, ehrlich gesagt. Ob ich dann überhaupt trotzdem schaffe, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich habe auch Angst, dass ich mich jetzt hier irgendwie dazwischen fange. Was jetzt wahrscheinlich auch passieren wird. Oh, so war das nicht geplant. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja hier irgendwie. Irgendwie gibt es ja hier immer einen Weg, hier in Spin Tires. Ich möchte doch nur diesen Verdeckungspunkt aufdecken. Oh. Okay, I see, I see, I see. What is the main problem hier? Oh, verdammt. The problem is, that this hier wirkliche Scheiß ist mit den Bäumen. Mann, warum gehen denn die Bäume absolut nicht kaputt, Alter? Ich meine, hier stehen, was weiß ich, 10, 12 Tonnen drauf und dieser Baum gibt einfach nicht nach. Das finde ich gerade echt ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Habe ich auf jeden Fall gut gemacht hier mit der Verkeilung. Werde ich jetzt höchstwahrscheinlich nie mehr wieder rauskommen. Ey. Habe ich wirklich fantastisch geregelt hier. Scheiße, nochmal. Da gibt es keinen anderen Weg außer rückwärts raus. Nein, das war zu weit. Nein, das geht nicht. Jetzt könnte der Baum echt nachgeben. Das wäre echt wundervoll. Aber das macht der Baum ja leider nicht. Ja, jetzt versuche ich... Oh, dieser LKW ist halt echt scheiße breit. Wo versuche ich denn... Wieso mache ich es mir eigentlich so schwer? Warum fahre ich nicht einfach... Kamera, Kamera, ich brauche dich jetzt. Wow, stopp, 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 stopp. Moment mal, ich brauche vielleicht gerade mal ein paar Minuten. Oh, diese Kamera, ey, ohne Witz jetzt. Wie steil geht es denn da runter?
Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Bitte, 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 bitte. Okay, doch, hier geht es runter. Das dürfte mir sogar... Ach, hier ist ja noch ein Baum. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist jetzt natürlich doof. Weil umkippen möchte ich eigentlich nicht. Ach, scheiße, das heißt, hier komme ich ja auch nicht runter, ne? Wenn hier jetzt der Baum steht. Hallo, Kamera, jetzt sag mal. Boah, die Kamera, ne? Das ist so eine Sache, die mich absolut abfuckt hier. Jetzt muss ich doch wieder versuchen, nach oben zu kommen. Um mir eine eventuelle neue Strecke auszusuchen. So, das ist jetzt einfach mal nur zur Sicherheit gesetzt. Wie, wo, was, weiß, Obi? Wie komme ich da... Warum habe ich denn die Seite nicht probiert, Alter? Jetzt mal ohne Spaß. Jetzt zwischen die Bäume... Das wird auch nicht funktionieren, ne? Ganze knicken, ey. Heilige Scheiße. Also richtig heilige Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, komm, 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 komm. Yo, 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 yo. Jetzt hängen wir wieder hier. Kamera, Kamera, Kamera. Okay. Weg mit dem Baum! Oh, Mano. Einen weiteren Punkt hier. Doch, den da. Den können wir nehmen. Ist gut. Okay, ich sollte vielleicht nochmal kurz zurücksetzen. Schon, schieb dich jetzt rüber. Ja, 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 weiter, 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 weiter. Schieb, 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 komm schon. Mach den Baum hier weg. Ich muss doch nur seitlich an dem Baum vorbei. Jetzt, genau so. Genau so, Alter, genau so geht das hier. So. Nächster Baum. Wollen wir nerven hier so ein bisschen. Jetzt gerade. eigentlich müsste ich jetzt nochmal... Machen wir mal eben kurz das hier, damit ich... Was, warte, ist jetzt hinter mir schon wieder ein Baum oder was ist hier los? Achso, nein, ich halte mich tatsächlich schon mit meiner Ding fest. Ach, meine. Ja, wir können einfach mal so auf dem Baum hier. Das ist halt natürlich... Ich sehe es mal positiv, ja? Wir haben auf jeden Fall den Verdeckungspunkt. So, dadurch, dass der Motor jetzt auch nicht funktioniert... Haben wir natürlich auch keine Winde mehr. Das ist natürlich klar, ne? Oh, Kacke. Das ist nicht gut. Das ist... Ach, diese Kackbäume. Wieso gehen die denn auch nicht kaputt? Ich habe gedacht, die Bäume gehen dann vielleicht kaputt. So, unter richtig schwerer Last. Aber du kannst dich hier drauf hebeln. Du kannst mit diesen großen Bäumen machen, was du willst. Sie knicken nicht um. So, jetzt stehen wir auf jeden Fall mit... Okay, wie sieht das denn hier aus? Heilige Scheiße. Aber wir kommen... Ich glaube, von der anderen Seite hätte es auf jeden Fall ein bisschen besser geklappt. Wobei, irgendwie glaube ich das nicht. Nee, das wäre gar nicht viel besser gegangen. Ich hätte es aber vielleicht hier versuchen sollen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich versuche jetzt mal
Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber ich guck mal, ob wir vielleicht den Truck irgendwie retten können. Kann ich vielleicht auch mal ein bisschen besser hier hochgucken, damit ich überhaupt sehen kann, was für einen Zustand dieser Berg hier hat. Oder wie der halt hier geformt ist. Aber das geht ja kaum, ehrlich gesagt. Schon ein bisschen kacke. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich hier hoch... ob ich da hochkomme oder halt nicht, weil ich das halt eben nicht sehen kann. Das ist schon sehr, sehr nervig. Alles klar. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt doch anders. Und zwar lasse ich den hier einfach stehen. Und wähle dann den hier aus. Und den bauen wir um, sozusagen. Sage mal, wartet mal. Kranfang kann ich jetzt trotzdem nicht anbauen. Ein Ersatzrad, ne? Nehme ich mal an. Ja. So. Jetzt bin ich aber trotzdem enttäuscht, weil Langholz trotzdem irgendwie nicht funktioniert. Oder bin ich doof, Alter? Was mache ich denn falsch? Warum funktioniert Langholz nicht mehr? Das enttäuscht mich jetzt tatsächlich. Schade, 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 schade. Ich würde es gern wissen. Aber Langholz... Huch. Irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch beim Anbauen oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ah, verdammt, jetzt haben wir unseren großen... was war das jetzt nochmal für ein Modell? 7310 vollkommen in den Sand gesetzt. Das heißt aber nicht, dass wir die Map nicht trotzdem schaffen werden. Wie gesagt, wir müssen eigentlich nur zweimal Holz anliefern. Glaube ich zumindest. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auch wieder nur 8 Punkte machen müssen, ne? Und dann ist diese Map eigentlich auch schon wieder beendet. Dann brauchen wir den 7310 nicht. Wäre natürlich geil gewesen. Huch, ich habe ja noch Differentialsperre hier. Mit dem 7310 wäre das natürlich, glaube ich, sehr viel cooler gewesen hier. Aber der ist jetzt erstmal, ja, wie soll ich sagen, Macho-Pampe. Das funktioniert nicht, leider. Mal gespannt, ob wir hier überhaupt noch Fahrzeuge aufdecken auf dieser Map oder ob es das jetzt war. Kann mir beides ganz gut vorstellen. Schauen wir einfach mal. Wir lassen uns mal überraschen. Wir haben ja noch ein paar Verdeckungspunkte aufzudecken. Und dann werden wir ja sehen. Aber so an sich finde ich die Map echt geil. Ich meine, so ein Aufstieg war ja jetzt auch ganz interessant, ne? Also hier mit diesem Winkel da, das war ja schon eine ordentliche Sache. Was ich echt wirklich nur ein bisschen schade finde, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass Bäume nachgeben bei sehr großer Last. Jetzt standen wir mit dem 7310 praktisch auf dem Baum und trotzdem hat dieser uns völlig niedergehebelt. Ein bisschen schade, finde ich. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Ich habe wirklich gedacht, gleich gibt der Baum nach und bricht einfach auseinander und dann ist ja alles gut. Ist halt wirklich eine schwere Sache. Also ich würde gerne mir diese Stelle mal angucken, wie das andere Leute regeln mit dieser Verdeckung. Ich glaube, da gucke ich dann später mal ein YouTube-Video oder sowas, wenn ich mal was finde. Mit der Vulkan-Map.
Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ach so. Ja gut, dann fahren wir da lang. Nach links, weil da vorne ist die Straße. Den Fatih hat, glaube ich, schon lange keiner mehr benutzt, ne? So wie es hier aussieht. Guck mal, das finde ich auch wieder geil. Dieser Cloaking Checkpoint ist so einfach zu erreichen. Weil er wieder auf diesem riesen offenen Feld ist einfach. Und man struggelt mit dem halt wirklich kaum rum. Das ist halt wirklich geil irgendwie irgendwo. So, jetzt haben wir hier tatsächlich nochmal einen Typ 2 oder 55. Den werden wir aber höchstwahrscheinlich so gut wie gar nicht brauchen. Ja, der hier. Boah, aber das sieht auch auf der Map gar nicht so steil aus, ne? So richtig heftig. Aber wenn man so rumguckt... Ah, das hier ist auch ein Vulkan gewesen. Ah. Ah, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal den LKW aufdecken. Und dann laden wir mal ein bisschen Holz, Freunde. Und dann fahren wir mal zur ersten Entladestelle. Was für ein Aufbau hat denn der drauf? Okay, damit kann man dann wohl Kurzholz transportieren, ne? So, Alter, so eine coole Stammausgabe habe ich auch noch nie gesehen, weil das hier verdammt gut ausgebaut ist. So, wir erzeugen mittellange Stämme. Okay, und dann versuchen wir mal den Kran, ne? Ihr wisst schon. So, stützen, ausrichten, stützen, ausfahren. So, Oh. Ah ja, okay. Oh, ach du Scheiße. So, dann erstmal ein bisschen hoch hier. So, ja, okay. Wie kann ich denn hier, wie... Nein, Moment. Ich hab's gleich. Kran. Wie komme ich denn hier? Nee, das nicht so. Nein, aha, nein. Ja, genau so. So, jetzt dann wieder ein bisschen runter. Den Arm drehen. Die Kamera kann ich jetzt gerade nicht drehen. Moment mal. So, das sieht gut aus. Kran greifen. Ja, sehr schön. Nochmal Kran greifen. Yeah. Huch. Hoppa. Nicht drehen. Hallo. Nein, andersrum. Bleib doch. Wie geht das nochmal hoch? So geht das hoch. So, und dann muss ich den... Nein, so rumdrehen. Nein, warte mal. Kann ich nicht noch ein bisschen weiter rausfahren? In etwa so, genau. Jetzt möchte ich die Kamera nochmal drehen. Damit ich sehe, was ich hier fabriziere. Nein, so muss ich den drehen. Ich kann eigentlich nochmal ein bisschen weiter... rein. Genau so. Und dann wieder nach unten. Und ich glaube, das passt dann. Achso, und das kann ich dann erst... Genau. Der Greifer könnte ja eigentlich mal loslassen. Oha, Moment. Kamera, bitte, mach keinen Scheiß hier, ey. Wie zum Teufel funktioniert denn das? Nee, das will ich eigentlich nicht. Der Kran lässt gerade nicht los hier, so wirklich. Ich möchte aber eigentlich, dass der loslässt. Warum lässt er denn nicht los? Ich glaube, ich bin nicht weit genug mittig, oder? Ich muss weiter rein. Das heißt so. Da waren doch jetzt gerade die grünen Punkte. Kann ich jetzt loslassen? Oh, so scheiß Greifer, lass los.
Ich glaube, der war gerade verbuggt oder sowas. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, dass ich jetzt hier cheaten musste, aber irgendwas stimmte jetzt mit ihm nicht. Huch. Guck mal, der ist doch voll verbuggt hier. Habe ich ihn kaputt gemacht? Scheiße. Oh, Kacke, ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Ah, okay. Ich glaube, dann werde ich normal laden. Tut mir leid. Aber irgendwie funktioniert das hier nicht. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass das hier wirklich nur eine Stammausgabe ist. Und wir das eigentliche Holz hier unten holen müssen. Was bedeutet, dass wir den kompletten Weg wieder zurück müssen. Oh, ach du Scheiße, ich bin ja... Ach du heilige Scheiße, ich bin ja voll am Überziehen hier jetzt gerade. Ist egal, ich mache mir jetzt trotzdem nochmal hier schnell die Wegpunkte. Wie fahre ich denn am besten? Ich fahre, glaube ich, mal so. So, und dann fahren wir mal hier entlang. Ich will mir das nämlich auf jeden Fall angucken. So, dann fahren wir so, dann so, dann so, dann so, dann so. Okay, weiter kann ich nicht machen. Okay, also, die Strecke machen wir dann in der nächsten Folge. Ich glaube, ich habe den Kran zerstört. Ich glaube, ich habe ihn komplett kaputt gemacht. Tut mir leid, dass das jetzt gerade nicht funktioniert. Ich könnte aber auch noch was anderes probieren. Ich starte einfach mal das Spiel neu. Wie wär's damit? Also Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.